Ganz ehrlich, mir macht YouTube Spaß, aber ich blockiere mich selber total. Aufgeregt, ich bin aufgeregt. Oh, es ist ungewohnt, jetzt wieder hier zu sitzen. Eieieiei. Okay. Hallo, ihr Lieben. Ja, also das letzte Video ist ja schon eine Weile her. Ist, glaube ich, gar nicht mal so doll aufgefallen. Aber in der Zwischenzeit habe ich zumindest mein Studium beendet und ich darf mich jetzt offiziell Psychologin nennen. Hat ziemlich lang gedauert, muss ich schon zugeben. Aber wie man so schön sagt, gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Ich habe in der letzten Zeit eine kleine und sehr wichtige Erkenntnis gemacht, die ich unbedingt mit euch teilen wollte, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sehr viele von euch auch damit strugglen. Okay, ich denke, jeder von euch kennt diese Situation, dass man vielleicht ein Hobby hat, eine Sache, die einem richtig viel Freude bereitet, aber aus irgendeinem Grund macht man die viel zu selten. Und ganz ehrlich, so geht es mir mit YouTube. Das ist so eine Sache, die so ein bisschen meine Lustangst triggert. Ich finde das Wort mega cool. Es geht so ein bisschen darum, die Sachen zu machen, auf die man richtig Bock hat, also Lust, aber die auch so ein bisschen die eigene Angst triggern. Und das ist bei mir YouTube total. Weil, ganz ehrlich, ich will ja mehr Videos machen, mache ich aber nicht. Weil bei mir, ehrlich gesagt, und das ist ein großer Punkt davon, der Perfektionismus total reinkickt. Und das Problem ist dann, dass ich im Endeffekt dann lieber gar nichts mache, als was Mittelmäßiges abzugeben. Und bei mir sorgt das dann so für ein ungutes Gefühl, weil ich denke, ach, ich hätte ja lieber mehr gemacht und hier ein Video und zu dem Thema noch mehr. Ja, aber habe ich nicht, weil, ach nee, ich kann das ja nicht so halb gar abgeben. Ich muss ja total viel Arbeit reinstecken, damit ich mal ein Video machen kann. Und das finde ich ziemlich belastend und schade, weil das so diese Freude am Ausprobieren hemmt bei mir. Und ganz ehrlich, ist es komfortabel, sich dieser Gemütlichkeit hinzugeben, zu sagen, naja, eigentlich ist mir das ja nicht so wichtig und ja, da verarsche ich mich oft sehr gerne selbst. Ja, es ist sehr komfortabel, muss ich schon ehrlich zugeben. Die interessantere Frage ist halt, macht mich das langfristig glücklich? Also dann lieber die Dinge sein zu lassen, die mir eigentlich Freude machen und auch nur, weil ich sie eigentlich perfekt machen will. Und ganz ehrlich, nee, macht mich ehrlich gesagt nicht so langfristig glücklich. Und ganz ehrlich, mir geht es überhaupt nicht darum, mitzuteilen, ey, wir müssen uns krass optimieren und perfekte Menschen werden. Darum geht es nicht. Ich will einfach so ein bisschen einen Impuls mitteilen, den ich in meiner eigenen Therapie gelernt habe. Und ja, Disclaimer, ja, auch Psychologen gehen zum Therapeuten. Auch wir haben unsere Probleme und kann das auch tatsächlich nur Werbung für Therapie machen. Ich bin großer Fan. Ich habe mich so krass weiterentwickelt, weil ich einfach jemanden habe, der mich fordert und kann das so ein bisschen beschreiben, dass das ist wie so eine Massage für die Seele, die halt wehtut, weil da Verspannungen sind, aber danach ist es besser. Also so habe ich meine Therapie auf jeden Fall wahrgenommen. Was ich vor allem gelernt habe, ist, und was ich euch auch mitgeben will, ist die Idee von, traut euch mal wirklich mittelmäßig oder sogar richtig schlecht zu sein. Vor allem, wenn ihr etwas anfängt. Weil wie soll man sich denn verbessern, wenn man nicht einfach macht? Man wird doch erst durchs Machen besser. Und man lernt viel mehr, als wenn man 10 mittelmäßige Sachen anfängt, als wenn man auf diese eine perfekte Sache hinarbeitet, die ja sowieso totale Ansichtssache ist. Was ist denn perfekt? Und was dann passiert ist, dass man sich selber total blockiert und den Spaß nimmt an der Sache und am Ende gar nichts macht, weil man so sehr an dieser Perfektion hängt. Und das ist so ein bisschen, was ich für mich mitgenommen habe und wo ich mir jetzt so ein bisschen die Erlaubnis gegeben habe, ganz ehrlich, mir macht YouTube Spaß, aber ich blockiere mich selber total. Und was ich machen will, ist mich auch einfach mal zu trauen, auch mal ein mittelmäßiges oder sogar schlechtes Video abzugeben. Das ist immer noch besser, als 5 Jahre zu warten und zu hoffen, da kommt noch der perfekte Impuls, das perfekte Thema, der perfekte Videoschnitt. Weil ganz ehrlich, das wird nicht passieren. Ich werde besser dadurch, dass ich Dinge mache, immer wieder. Und nicht, indem ich abwarte und auf das perfekte Ereignis warte. Das wird nicht kommen. Und ich habe jetzt so ein bisschen versucht, an das Worst-Case-Szenario zu denken. Also, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich mal wirklich paar nach meinen Maßstäben mittelmäßige oder schlechte Videos auf YouTube hochlade? Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und ja, könnte mir vielleicht paar negative Kommentare einheimsen. So. Aber möchte ich durch diese Kommentare mich stoppen lassen an dem, was mir halt Freude macht? Nämlich Videos zu machen, mich auszuprobieren und mich auch mal vielleicht trauen, schlecht zu sein. So, nee, will ich nicht. Das wäre voll schade.
Und ich finde, das ist auch so eine kleine Lebenskunst, nämlich wirklich auch spielerisch mit den eigenen Unzulänglichkeiten umgehen und auch wirklich Spaß zu haben im Leben. Ich finde, das ist so wichtig. Und ich erinnere mich auch gerade an so eine Yogastunde, wo wir total die abgefahrenen Yoga-Positionen ausprobieren sollten. Und ich selber schon in meinem Kopf gedacht habe, so scheiße, ich krieg das nicht hin, das geht mir so gerade auf die Eier. Und die Yogalehrerin meinte, hey, es geht gerade nicht darum, dass ihr diese Position schafft, sondern beobachtet euch mal euren inneren Talk, wie ihr damit umgeht, dass ihr mal was nicht könnt. Und ganz ehrlich, da mal so ein bisschen freundlicher mit sich zu sein, mal so ein inneres Lächeln zu haben, zu sagen, boah, da bin ich jetzt gerade richtig schlecht. Das ist manchmal einfach so befreiend und so viel leichter, als alles immer so schwer nehmen zu müssen. So, also erlaubt euch das. Es darf leicht sein, es darf Spaß machen und ihr müsst nicht in allem richtig gut sein. Ja, ansonsten schreibt mir super gerne, wenn ihr auch solche Probleme habt mit dem Perfektionismus. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, was eure Erfahrungen, Gedanken dazu sind. Auch gerne, wie ihr damit umgeht. Vielleicht gibt es da ja auch noch irgendwie eine Technik, irgendeinen Umgang, den ich noch nicht so kenne. Und ja, ich freue mich von euch zu hören. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, ne? Tschüss!